Shalom, shalom, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle im Namen Joshua. Ich bin der Bruder Gary und ich wollte heute mein Zeugnis ablegen, um Menschen, vor allen Dingen auch Jugendliche, zu ermutigen, den Weg mit dem Herrn zu gehen, den Herrn Joshua Mashiach anzunehmen, denn der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zuerst möchte ich beten, dass der Herr mich führt. Ich bete im Namen Joshua. Allmächtiger Vater, ich komme vor dir, ich lobe und ich preise dich, Herr. Ich danke dir für diesen Moment, was du mir gegeben hast, Herr. Du hast mir ans Herz gelegt, dass ich Zeugnis ablegen soll. Herr, sei mit Menschen, die das abhören, dass sie berührt werden, Herr. Dass sie die Entscheidung fallen oder fällen, mit dir diesen Weg zu gehen, Herr. Dass sie sich bekehren und Buße tun. Danke für alles, was du tust. In deinem wunderbaren Namen habe ich so gebetet, Joshua Mashiach. Amen. Ja, liebe Geschwister, der Herr Joshua hat mir ins Herz gelegt, dass ich mit euch teile, dass man jung sein kann, aber den Herrn folgen kann. Auf jeden Fall ist es bei mir so gewesen, dass ich Anfang 2010, also ich bin 31, ich bin auch noch jung, und ab 2010 war das auf jeden Fall so, dass viele in meiner Generation gestorben sind, auch Jugendliche. 2010 war ich 18 oder wurde ich 18. Und ich habe mir aber immer Gedanken gemacht, wie kann es sein, dass Jugendliche anfangen zu sterben? Es ging wirklich von Jahr zu Jahr. Oder von Jahr zu Jahr sind viele gestorben. Und ich habe mich immer gefragt, boah, was passiert eigentlich nach dem Tod? Denn ich fing mir an, Gedanken zu machen. Weil irgendwo ich auch eine Angst hatte und mir gesagt habe, stell dir mal vor, du bist diejenige Person, die da liegt. Was kommt eigentlich danach? Oder was passiert danach? Ich war jahrelang davor in meinen Gemeinden gewesen, in Kirchen. Aber ich habe nicht so gelebt, wie das Wort es uns empfohlen hat. Ich habe so getan, als ob ich ein Christ wäre, aber ich war es nicht. Denn ich habe viele Sachen getan, die nicht korrekt waren. Ich habe in der Unzucht gelebt. Ich habe viel Alkohol getrunken. Ich hatte eine Riesenschwäche für Alkohol, auch für Frauen oder Mädels. Ich war immer in Pornografien, Selbstbefriedigung. Ich habe einfach die diversen Dinge getan, die den Herrn nicht Ehre gegeben haben. Vor allem Musik da, also die weltliche Musik. Da konnte ich auch nicht die Finger davon lassen. Übliche Musik halt, Hip-Hop, R&B, vor allem afrikanische Musik habe ich auch sehr, sehr geliebt. Aber ich war jeden Sonntag in der Gemeinde. Ich habe meinen Blödsinn gemacht. Ich habe wirklich so gelebt, wie etliche oder viele Jugendliche gelebt haben. Aber ich war nicht wahrhaftig. Das heißt, ich habe zum Beispiel in der Woche samstags Dinge getan, die einfach nicht korrekt sind. Auch Diskotheken war ich. Anschließend mit Frauen, Mädchen meinen Spaß gehabt, mich vergnügt. Und ich dachte, das war okay. Ich bin ja jung, ich kann ausleben. Und wenn ich vielleicht erwachsen bin, dann sehe ich mal, vielleicht werde ich mich dann bekehren.
Es war aber so, dass von Jahr zu Jahr ab 2010 viele gestorben sind und ich mir dann immer mehr und mehr Fragen gestellt habe, was passiert nach dem Tod. Leider wurden in diesen Gemeinden nicht ausführlich erklärt, was die Sünde bedeutet, was Heiligung bedeutet, was für Konsequenzen es gibt, wenn man nicht vorbereitet ist für den Herrn. Es wurde immer nur oberflächlich geredet. Aber ich hatte immer diese Gedanken oder diese Fragen, was passiert, was kommt. Bis 2012, auch in der Stadt, wo ich gelebt habe, ein Freund von mir gestorben ist und ich es nicht wahrhaben wollte. Und ich mir gesagt habe, ich werde warten, bis ich vor dem Sarg stehe und ihn sehe. Es kam dieser Tag X, da stand ich vor dem Sarg, ich starr ihn an. Ich war bestimmt eine Minute vor dem Sarg, habe nichts gesagt. Ich hatte in diesem Moment keine Emotion, aber nur Fragen eigentlich. Und nachdem es vorbei war, also nachdem er auch begraben wurde, verflog auch dieser Gedanke wieder. Aber ab und zu kam es immer weiter und immer mehr. Es wurde immer mehr, was passiert, was kommt. So wie ich gelebt habe, ist es eigentlich richtig? Und kann ich wirklich behaupten, dass ich ein Christ bin? Denn ich bin damals auch sehr, sehr oft schwarz gefahren, ohne Ticket. Ich habe auch gedacht, ich wäre ein Christ, das ist normal, das gehört dazu. Ich habe sehr oft gelogen, dies und jenes getan. Eigentlich war ich mir schon bewusst, dass das, was ich gerade tue, nicht richtig ist. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich noch nicht diese Erkenntnis hatte, dass die Dinge, die du tust, wenn du stirbst, dich nicht in den Himmelreich bringt. Es war das Jahr 2013 und 2014, wo das wirklich zum Höhepunkt kam und ich mir gesagt habe, boah, wenn dir jetzt was passiert, dann glaube ich, ist es vorbei. Ich hatte auch nicht immer ein super Umfeld. Aber in der heutigen Zeit sagt man sich, man muss immer gucken, in was für ein Umfeld man ist. Denn das macht auch viel aus. Weiterhin habe ich mich gefragt oder habe ich nachgedacht, habe ich mir Gedanken über mein Leben gemacht, für die Zukunft. Denn es war nicht immer alles wunderbar in meinem Leben, wie es war. Meine größte Schwäche war auch Musik. Ich war gefangen in Musik, ich war gefangen in Alkohol, ich habe getrunken, ich habe wirklich sehr, sehr viel getrunken. Ich bin sehr oft betrunken Auto gefahren, was nicht korrekt ist, wo ich auch nicht stolz bin. Aber es war eine Vergangenheit von mir und deswegen muss ich das mitteilen, um zu zeigen. Ich denke auch, dass sehr viele Jugendliche das Problem auch Alkohol haben. Denn du hast die Kontrolle nicht mehr über dich selbst. Und wir sollen uns beherrschen können oder selbst Kontrolle haben. Ich war sehr viel in Pornografie, Masturbation, also Selbstbefriedigung. Ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe gedacht, dass ich das schaffen konnte, aber ich war wie gefangen. Es hat mich wie gepackt und ich konnte einfach nicht loslassen. Und dann kam dieser Tag,
was der Herr für mich vorbereitet hat. Ich habe gesagt, ich werde einfach mal beten. Ich werde wirklich mit meinem Herz mal wahrhaftig beten und fragen, Herr, wenn es dich wahrhaftig gibt, bitte offenbare dich mir. Denn ich habe immer nur gehört, dass du dich anderen Menschen offenbart hast. Ich lese in der Bibel, was ich nur sonntags gelesen habe, muss ich auch die Wahrheit sagen. Ich habe zu Hause nie meditiert oder gelesen. Dafür hatte ich keine Zeit. Dafür waren andere Dinge leider wichtiger. Aber ich habe gelesen, dass du da Wunder getan hast. Wieso nicht bei mir? Dann kam dieser Tag, wo ich glaube, das war nicht meine Minute, ich gebetet habe. Am Abend, bevor ich schlafen gegangen bin. Ich habe mich schlafen gelegt. Nichts ist passiert. Am nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, ja, ich dachte, ja, okay, gut, du hast eh gebetet, aber ist nichts passiert. Ich bin wieder eingeschlafen. Und anschließend hatte ich einen Traum. Und zwar in diesem Traum war das so, dass es eine sehr, sehr lange Straße gab. Eine breite, lange Straße, die war unendlich lang. Und da waren wirklich, also ich habe mich gefühlt, da waren viele Christen. Wir marschiert sind, wir gesungen haben, wir uns gefreut haben, weil wir den Herrn gepriesen haben. In diesem Traum war das so, dass ich gespürt habe, ich weiß bis heute nicht warum, aber wir sind Richtung Jerusalem gelaufen oder gegangen. Und ganz vorne war Jehoscha marschiert. Der ist vorweg marschiert und wir alle hinterher. Und zu meiner Linken habe ich dann Menschen gesehen, die mit Geld gehandelt haben. Und ich gesagt habe, kommt doch her, kommt doch mit, folgen wir marschieren. Die haben mich angeguckt und haben dann weitergemacht. Und wir marschierten weiter, haben gesungen, marschierten weiter. Und dann habe ich zwei Verwandte von mir gesehen. Genau dasselbe. Kommt doch mit, folgen wir Joshua marschieren. Und die haben auch geantwortet, ja, wir werden kommen, aber sind stehen geblieben, sind nicht mitgekommen. Wir liefen weiter und in den Traum habe ich gesagt, nee, ich will den Herrn jetzt sehen. Ich will nicht nur hinten sein, sondern ich will den mal sehen, wie der aussieht. Und in den Traum bin ich dann nach vorne gelaufen. Es war eine sehr, sehr, sehr lange Schlange, könnte ich sagen. Also wir waren sehr, sehr viele. Ich lief nach vorne und genau, wo ich den dann sehen wollte, genau in diesem Moment bin ich aufgewacht. Und als ich aufgewacht bin, ich war glücklich, aber gleichzeitig auch traurig, weil ich wollte den sehen. Ich habe alles dafür getan, dass ich wieder einschlafe, um den zu sehen, aber es ging nicht mehr. Ja, ich habe auf jeden Fall verstanden, der Herr will, dass ich ihm folge. Und da stand ich vor einer Wahl. Lebst du so weiter, wie du am Leben bist? Oder lebst du jetzt für den Herrn und folgst ihm? Also ich muss eine Entscheidung treffen. Und liebe Geschwister, mein lieber Bruder oder Schwester, die gerade zuhört, auch wenn du nicht in Christus bist, ich habe die beste Entscheidung mein ganzen Leben getroffen. Ich bis heute nicht bereue, wo ich mir sogar sage, Herr, wo warst du davor? Und diese Entscheidung war, den Herrn zu folgen. Also habe ich mich gegen Ende 2014 entschieden, den Herrn zu folgen. Da gibt es einen schönen Bibelvers,
der ist in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 15 bis 20. Ich werde das mal lesen. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, dein Elohim, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzung und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Elohim, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Also wenn ihr dann weiter runterliest, ich lese mal 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Samen. Also für mich das Wichtigste war wirklich 19. Ich lege vor dir das Leben und den Tod. Und der hat uns einen Hinweis gegeben. Wähle das Leben. Denn in Johannes 14, 6 steht, Yehoshua Mashiach ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe mich für das Leben entschieden. Weil ich einfach gesehen habe, viele Dinge, die gerade in diesem Moment gelaufen sind, mein Leben, war nicht richtig. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich hatte wie eine Leere. Ich habe mich leer gefühlt. Und als ich mich dafür entschieden habe, habe ich versucht, so zu leben, wie es den Herrn gefiel. Aber ich hatte noch nicht damals diese Lehre, die biblische Lehre, was mir gezeigt hat, was die Sünde ist. Ich habe den Herrn gesucht, aber da fehlte mir noch was, das gewisse Etwas. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ein Cousin von mir aus Frankreich hat mir eine Lehre geschickt oder eine Predigt. Und diese Predigt ging über 3,5 Stunden. Der hat mir das gegen Ende 2014 geschickt. Und so wie es immer auch ist, gab es dieser Tag, wo ich dann gesagt habe, komm, ich mache trotzdem was mit meinen Freunden, wir werden vielleicht rausgehen etc. Aber der Herr hat schon was vorbereitet, der hat schon alles blockiert. Das war mein Tag. Ich rief damals meinen besten Freund an, ja, lass mal rausgehen. Er hatte keine Zeit. Andere Freunde, die hatten keine Zeit. Selbst meine Geschwister, die hatten auch keine Zeit. Ich wollte dann Frauen anrufen. Keiner hatte Zeit an diesem Tag. Und zwar auf jeden Fall abends. Das war gegen 20 und 21 Uhr. Und dann habe ich mich erinnert, ach, mein Cousin hat mir was geschickt. Und er sagte damals, ich weiß, dass es lang ist, aber hör dir einfach nur 10 Minuten an. Und wenn du nach 10 Minuten, wenn dir das nicht gefällt, dann lass es. Ich habe mir damals gesagt, guck mal, bei uns in der Gemeinde geht es von 10 Uhr bis 12 Uhr. Und das geht schon schnell, ich komme sowieso immer zu spät. Und du schickst mir was von 3 Stunden. Bist du normal oder ist alles okay bei dir? Aber ich habe mir gesagt, komm, an dem Tag, hör dir das einfach mal an. Und wenn es für dich nicht in Ordnung ist, dann lässt du es. Ich daraufhin es angemacht. 10 Minuten waren vorbei. 20 Minuten. Halbe Stunde. Eine Stunde. Zwei. Drei. Ich habe das ganze Video mir angeguckt. Ich war nur baff. Denn ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so eine Predigt gehört. Was wirklich mir ins Herz drang, was mir einfach gezeigt hat, wow, Yehoshua ist wirklich wahrhaftig. Diese Wahrheit, was da gepredigt wurde.
Und gleichzeitig habe ich immer das, was die gegeben haben oder was der Prediger gegeben hat, habe ich das in der Bibel kontrolliert. Weil der Prediger hat gepredigt, aber auch gleichzeitig immer Bibelverse gegeben. Dann habe ich Stopp gemacht und kontrolliert und genau was der gesagt hat, genau so stand es in der Bibel. Und ich habe mir gesagt, wow, woher weiß der das? Wie geht das? Ich war so geschockt, aber gleichzeitig auch so glücklich. Ich muss ganz kurz was sagen. Dazu war es früher mal so, dass ich manchmal mit meinem Freund, meinem besten Freund, die ganze Nacht durchgemacht habe, wir uns Filme angeguckt haben oder unterwegs waren. Aber in dieser einen Nacht habe ich wirklich nach diesem Video bestimmt noch 2, 3 Videos geguckt. In dieser ganzen Nacht. Ich habe nicht geschlafen. Weil ich mir gesagt habe, das kann nicht sein. Ich habe sowas noch nie gehört, noch nie. Und dann fing es an, dass ich immer weiter und immer weiter gehört habe, diese Predigt. Und an dem Tag muss ich halt eine Entscheidung. Also an dem Tag habe ich auch gesagt, nee, ich werde nicht mal loslassen. Ich habe anders den Herrn gesehen und es wurde mir deutlich, dass das Wort lebendig ist. Es war nicht mal, du hast nur gelesen und das war's. Nein, du hast gelesen und dich wieder gesehen. Denn in diesem Moment habe ich gesehen, die Bibel war wie ein Spiegel, bis heute noch. Das zeigt mir einfach, so wie du gerade lebst oder wenn das, was du gerade tust, ist es richtig oder nicht richtig? Das ist wie eine Richtlinie für mich, was mir zeigt, du hast so und so zu reagieren oder so zu tun. Und es wurde auch gepredigt, dass ich die Welt verlassen soll. Also die Sünde, dieser Genuss der Jugendlichkeit, dieser Genuss der Sünde soll ich verlassen. Das können wir auch in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17 lesen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Ich lese Name Joshua. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Elohim tut, der bleibt in Ewigkeit. Das heißt, die Dinge, die ich immer gerne getan habe, Schwarzfahren, weltliche Musik, Selbstbefriedigung, alle Dinge, Lügen etc., stehlen, musste ich verlassen. Ich musste es echt verlassen. Manchmal wollte ich mir auch Sachen gut reden und da gab es Momente, wo ich dann gesagt habe, nein, nicht ich, aber das Wort sagt was anderes. Da kann man auch nochmal dazu was lesen. Das ist in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 bis 18. Zieht nicht in einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Maschia mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Elohims mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Elohims. Wie Elohim gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Elohim sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Das heißt, wir müssen uns aussondern. Wir sind auf der Welt, aber nicht von dieser Welt. Denn wir sind von oben in Maschir. Und in 17, darum geht hinaus aus deren Mitte. Wir sollen uns absondern von der Sünde. Wir sollen uns absondern von den weltlichen Begierden der Welt. Denn das ist bei vielen Jugendlichen eine Schwäche. Pornografien, Musik. Auch diejenigen, die sich Christen benennen, aber das tun, das ist eine Heuchelei, was wir machen oder gemacht haben. Und diejenigen, die da noch drinnen sind, ich kann euch nur ermutigen, betet wirklich zum Herrn, dass er euch da diese Kraft gibt, das zu verlassen. Denn alleine könnt ihr das niemals schaffen. Nur durch die Gnade des Heiligen Geistes können wir das schaffen. Und wo ich diese Verse gelesen habe, da wurde mir es immer klarer, du kannst keine Ausrede mehr haben, denn es steht alles geschrieben. Auch was Unzucht angeht, auch was alles andere angeht, der Herr will nicht, dass wir das tun, was alle machen. Da gibt es auch nochmal einen Bibelvers in 1. Korinther Kapitel 6, von Vers 12 bis Ende, aber in Vers 18, da steht nochmal, flieh die Unzucht. Jede Sünde, die ein Menschen sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Denn ihr von Elohim empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Das heißt, ich gehöre mich nicht mehr selbst. Ich kann da nicht mehr tun, was ich will. Denn in 12 steht geschrieben, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das heißt, ich gehöre mir nicht mehr selbst. Ich gehöre den Herrn, Jehoshua Mashiach. 20, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Elohim in eurem Leib und in eurem Geist, die Elohim gehören. Wo hat er mich gekauft? Der hat mich am Kreuz gekauft. Wo er gesagt hat, alles wurde vollbracht. Er hat meine Sünde auf sich genommen, damit ich heute das ewige Leben habe. Der Herr möchte derjenige, der gerade zuhört, Kraft geben, dass du weitermachst, wenn du marschier bist. Und ich kann es nochmal wiederholen. Ich habe die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Und zwar den Herrn Jehoshua HaMashiach zu folgen. Mittlerweile sage ich mir heute, oder habe ich mir damals gesagt, Herr, warum kamst du nicht viel, viel früher? Dann hätte ich vielleicht diese Dinge nicht gemacht. Aber ich musste, oder vielleicht sollte es so sein, damit ich andere ermutige, die noch drinnen sind, denen zu stärken und zu zeigen, du bist nicht allein, der diesen Weg geht. Bete zum Herrn. Auf jeden Fall 2015 habe ich die Entscheidung getroffen, mich taufen zu lassen. Nur, ich hatte zwei Geschwister oder zwei Brüder, die ich bis heute wirklich wie mein Bruder, also meine Brüder sehe. Die wollten mich taufen lassen und ich gesagt habe, die werden mich niemals taufen, weil ich gewusst habe, wie die davor gelebt haben. Aber das waren drei Leute, die getauft haben. Da gab es eine christliche Konferenz und anschließend konnten sich Leute taufen lassen. Und ich bin auch aufgestanden, habe mich entschieden, mich taufen zu lassen. Aber ich habe gesehen, diese zwei Leute, ich bin denen auch gefolgt und die haben auch ungefähr so gelebt, wie ich gelebt habe, aber noch schlimmer. Nur ich wusste nicht, dass sie sich schon davor, sogar vor mir, schon bekehrt haben. Aber bei der dritten Person, die ich nicht kannte, habe ich mich gut gefühlt. Ich habe gesagt, er soll mich taufen. Er hat mich auch getauft.
Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, oh, die haben sich wirklich wahrhaftig bekehrt. Also es ist immer gut, ein Zeugnis vom Herrn zu haben. Denn wir wissen nicht, dass es viele Leute gibt, die uns beobachten, von denjenigen, die sich Christen nennen. Ja, ich habe mich taufen gelassen. Und ab 2015, ich glaube, das war Juni 2015, bin ich den Herrn gefolgt. Ich versuche, den weiter zu folgen. Ich will den auch folgen. Und dann kam auch die biblische Lehre, was mich heute wirklich geprägt hat, was mir gut getan hat. Ich habe wirklich Dinge dann in biblischen Aspekten gesehen, die ich davor nie so gesehen habe. Deswegen segne ich diese Brüder auch, die mir auch dabei geholfen haben, diesen Weg zu gehen. Es ist nicht einfach. Es war auch nie einfach, das zu verlassen. Selbst bis heute kommen manchmal Sachen, wo du sagst, ach, vielleicht werde ich rückfällig, weil der Feind wird uns nie in Ruhe lassen, bis wir sterben. Aber ich weiß, er wurde besiegt durch Jehoshua Mashiach. Das ist unsere Kraft, das ist meine Stütze, das ist die Kraft, die der Herr mir gegeben hat, dass ich standhaftig bleibe, bis am Ende. Denn ich möchte standhaftig bleiben, weil ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist, das neue Jerusalem reinzugehen, mit dem Herrn zu leben. Denn er ist gegangen, um uns was vorzubereiten. Und das ist schon bereit. Und so bin ich halt zum Herrn gekommen. Und ich wollte wirklich oder will alle Jugendlichen ermutigen, die noch nicht diesen Weg genommen haben, dass es nie zu spät ist. Auch wenn du älter bist, ist es nie zu spät, zu dem Herrn sich zu wenden. Der Herr ist da. Der steht da und er klopft an unsere Türe. Wie es in Offenbarung 3,20 steht. Ich klopfe an deine Türe und erwarte, dass da reinkommt. Diese Türe ist dein Herz, dass du ihn aufmachst und dass der kommt und dass der dich führt und leitet. Diese Welt hat mich nicht glücklich gemacht. Ich dachte für diesen Moment, dass ich immer glücklich bin, aber ich war nicht glücklich. Aber als ich den Herrn Mashiach empfangen habe, ich war nicht nur glücklich, ich habe den Segen empfangen. Ich habe das ewige Leben empfangen. Es ist nicht einfach, denn es ist die Entscheidung, die du triffst. Und das ist eine Entscheidung, es kommt von dir. Es muss eine Herzensentscheidung sein. Denn ich musste mich von vieles trennen oder von vielen Sachen trennen. Auch von Freunden und Umgebung musste ich mich trennen. Diejenigen, die mich geistlich nicht weitergebracht haben oder diejenigen, die mich in falsche Wege gebracht haben, ich musste mich von denen trennen. Natürlich hieß es, ich bin in eine Sekte, ich bin voll komisch geworden. Ach, guck mal, du lebst wie ein Erwachsener, du bist doch noch jung, du kannst doch dies und jenes tun. Aber wer sagt denn, dass du alt wirst? Wer gibt dir diese Garantie? Wer sagt dir, dass du später Frau oder Mann haben wirst und Kinder? Keiner gibt dir diese Garantie als Jehoshua Mashiach alleine. In der heutigen Zeit kann ich mir sagen, selbst wenn ich nicht alt werde, aber ich weiß, ich habe jetzt den Herrn angenommen und ich weiß, der hat für mich was Schönes vorbereitet. Ich will den nicht mal loslassen. Es werden immer Verführungen kommen. Es werden immer Dinge kommen, wo du sagen kannst, oh, okay. Aber ich werde immer nachdenken, was gibt mir das? Wozu dient mir das? Heute ist es auch schwer für Jugendliche. Viele wollen auch immer Geld machen, was auch nicht schlecht ist. Aber du musst wissen, wenn es zu viel wird, kann es auch eine Falle werden. Denn viele denken an nichts anderes als nur als das. Ich möchte dies und jenes werden, berühmt, ansehen. Der Herr ist nicht in diese Dinge. Geld soll uns zu dienen oder es ist ein Mittel zum Zweck, damit du
dich und deine Familie ernähren kannst, dass du deine Fixkosten bezahlen kannst, dass du Kleidung und Essen hast. Das war's. Nicht um reich zu werden, was die Welt uns immer zeigt. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10 steht, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingeben haben, sind von Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. In 9 steht sogar, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn das ist ja auch so eine Schwäche von vielen Jugendlichen, die schnelles Geld machen wollen. Passt bitte auf. Wirklich. Ich würde das selber alleine nicht schaffen. Ich bin auch nicht hier, um zu sagen, ich bin was Besseres. Ich bin derjenige, den du folgen sollst. Nein, das bin ich gar nicht. Ich bin nur ein Instrument. Denjenigen, den du folgen sollst, soll nur Jehoshua sein. Ihm soll alle Ehre gegeben sein. Nur ihn allein. Ich will dich ermutigen. Folge Jehoshua Mashiach. Folge ihm. Öffne dich ihm. Rufe zu ihm. In Jeremia 33, 3 steht, rufe zu mir und ich werde dir antworten. Und Dinge zeigen, die du nicht mal kennst, die verborgen sind. Rufe zu Jehoshua Mashiach. Er wird dich aus der Finsternis rausnehmen und in sein Licht bringen. Ich war auch in dieser Finsternis drin. Aber er, durch seine Gnade, nicht ich bin zu ihm gegangen, sondern er hat mich da rausgeholt. In mein Zimmer, wo ich alleine war, hat mich da rausgeholt. Und so habe ich es gelernt, erstmal mich mit ihm zu laufen oder zu wandeln. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Es ist nie zu spät. Ich hoffe wirklich, dass diese Zeit, die ihr zugehört habt, dass es vor allem diejenigen, die den Herrn nicht haben, dass es was gewirkt hat. Und ich weiß, der Herr, selbst wenn es nur eine Seele ist, wird ihn retten. Denn es gibt so viele Menschen, die Jehoshua Mashiach nicht haben. Und ich kann dafür nur beten. Egal was für eine Rasse, egal was für eine Herkunft, egal was du früher getan hast, der Herr sieht dich, wie wir Menschen sehen. Ich gebe euch den letzten Bibelvers. Das ist in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 und 29. Der Herr sagt wirklich zu allen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch meinen Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hat gesagt, kommt alle, nicht nur Afrikaner, nicht nur Europäer, nicht nur Amerikaner, Australier, alle Asiaten, kommt alle zu mir. Egal, was für eine Herkunft du hast, kommt zu Jehoshua. Nicht zu mir, Gary, der mit euch redet, nein. Kommt zu Jehoshua, so wie du bist, auch wenn du Mashiach bist. Komm weiterhin zu Jehoshua. Er kann dein bester Freund werden. Er kann dein alles werden, dein Schatz. Er ist mein Lieblingsstar. Jehoshua ist mein Lieblingsstar. Für mich gibt es keinen anderen Vorbild. Jehoshua ist mein Vorbild Nummer 1. Das ist das Beste, das ist die Entscheidung. Das ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Jehoshua. Ich kann es immer wieder sagen. Und ich hoffe wirklich, dass jeder sich diese Zeit genommen hat und die Entscheidung getroffen hat für Jehoshua, für das ewige Leben. Ich ermutige euch alle, immer zu beten und zu meditieren in der Bibel. Denn das sollten wir immer machen. Jeden Tag forschen.
jeden Tag diese Beziehung zu den Herrn suchen. Ja, ich wollte euch ermutigen, möge Joshua Maschia euch segnen. Im Namen Joshua. Amen.